Heute habe ich einen sehr interessanten Interviewpartner hier zu Gast. Und zwar sprechen wir heute über eine misslungene Haartransplantation. Alex, freut mich erstmal, dass du am Start bist. Ich freue mich auch. Ich würde vorschlagen, stell dich meinen Abonnenten doch einfach mal erstmal vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Ich bin Alex, bin 39 Jahre alt, komme aus dem Emsland, bin Lehrer, habe in Nordrhein-Westfalen in Essen studiert und Daniel kenne ich über meinen Bruder. Ja, genau, ich habe Fußball gespielt. Ich habe mit dem Bruder zum Fußball gespielt. Ja, erfolgreiche Zeit übrigens. Ja, war richtig erfolgreich. Und du hast gesehen, dass ich mit Elite Hair Transplant eine Kooperation habe, auch Leute schon begleitet habe nach Istanbul zu ihrer Transplantation. Und im Internet wird ja immer gesagt, ja, alles ist super, alles ist geil. Ja, das Ergebnis mega mäßig. Ich kann auch nur so viel sagen, weil ich nur mit Patienten gesprochen habe, die wirklich ein richtig gutes Ergebnis hatten. Aber bei dir war es anders. Du hattest bereits 2 Transplantationen und das Ergebnis war gar nicht so dolle. Mhm. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, kurze Frage. Warum hast du dich damals eigentlich zum ersten Mal für die Transplantation entschieden? Warum hat es denn einen Grund gehabt bei dir? Ja, ich war 27, studiert. Sport und Mathe habe ich übrigens studiert. Ja, und irgendwann habe ich so mit 27 festgestellt, okay, das Haar wird lichter. Man hat versucht, dann irgendwie andere Frisur zu machen, um die Lichtstellen nicht mehr so sichtbar zu machen oder zu sehen. Ja, und dann habe ich mich mit dem auseinandergesetzt, ne? Und dann mit 27, 12 Jahren habe ich dann die erste HT in der Türkei in Izmir gemacht. Okay, also die erste Transplantation war vor 12 Jahren ganz wichtig an dieser Stelle in der Türkei. Wie viele Haarwurzeln wurden dir da entnommen? Circa 1200. 1200 Grafts wurden verpflanzt. Und das Ergebnis war, wenn man sagt, okay, 1 bis 10, 10 ist optimal, 1 ist Katastrophe. 2 würde ich sagen. Also, 2. Also da war ich. Also ziemlich nah an der Katastrophe. Ja, ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Deshalb freue ich mich auch, dass wir so offen darüber sprechen können. Und weil das Ergebnis natürlich so schlecht war, hast du dann gesagt, okay, ich muss nochmal eine zweite Transplantation machen. Genau. Wann war das und wie ist das abgelaufen? Wo war das? Das war jetzt vor 8, 9 Jahren. Okay. Anfang 30, 31 war ich ja genau in Deutschland. Dann habe ich das gemacht. Und einfach mal für mich einmal gedacht, okay, du hast es in der Türkei gemacht, warst nicht zufrieden, versuch mal in Deutschland. Ne? Und der Preis war dementsprechend halt. Da hat man gesagt, okay, man gibt wirklich auch ein bisschen mehr Geld aus, um einfach mal ein gutes Ergebnis zu sehen. Aber jetzt einfach die Erfahrung, die jetzt einfach ich habe, Geld ist nicht alles. Man muss einfach wissen, welchen Partner vertraut man. Mhm. Wo ist man wirklich, ja nicht sicher. Sicher kann man bei solchen Sachen nie sein, aber wo fühlt man sich am besten. Ne? Mhm. So, und deswegen kam das Thema dann auch mit dir dann zustande. Genau, Alex hat mich nämlich kontaktiert, weil er gesehen hat, hey, ich bin da mit Elite Hair Transplant am Start. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an Elite Hair Transplant, die das Ganze nämlich möglich machen und Alex helfen möchten, um dieses Ergebnis, was Alex jetzt aktuell hat, einfach zu verbessern. Wir beide waren nämlich zusammen bei Elite Hair Transplant beim Team von Dr. Baldi und die haben sich deine aktuelle Haarsituation schon angeschaut. Und vielleicht kannst du einfach mal selber sagen, was bei dir bei den vorherigen Transplantationen falsch gelaufen ist. Ja, die haben das halt, die Grafts, so überall so ein bisschen verteilt. Ne? Ich habe dann gezeigt, okay, ich habe jetzt Haarprobleme. Ne? Ja, und dann haben die da so ein bisschen aufgeteilt, da so ein bisschen aufgeteilt. Und das ist nicht das, was ich jetzt im Nachhinein, was ich jetzt sagen würde. Man wird auch, man liest sich so ein bisschen ein in diese Thematik. Ja, man merkt einfach, das ist nicht, sowas macht man nicht. Also man hat gewisses Muster, wie man da vorgehen soll. Genau. Also die Technik, man muss auch sagen, die erste Transplantation war vor 12 Jahren. Ja, die Technik hat sich bis dato natürlich komplett weiterentwickelt. Also heute wird ganz anders transplantiert als damals. Und das Problem, was auch Dr. Balvi und sein Team gesagt haben, ist, dass überall zwar Haare sind auf dem Kopf, aber du hast ein sehr undichtes Ergebnis. Heutzutage wird man es nämlich so machen, dass man sagt, okay, wir haben einen vorderen Bereich, der muss gefüllt werden. Dann macht man diesen vorderen Bereich in der ersten Transplantation. Den Tonsurbereich, den hinteren Bereich, macht man dann in der zweiten Transplantation, damit man wirklich sicherstellen kann, dass man ein volles Ergebnis hat. Und jetzt hast du natürlich eine sehr bescheidene Situation. Man kann einfach nicht mehr so viele Grafts transplantieren. Wie viele sind noch möglich? Wie viel kann man insgesamt transplantieren? Weißt also, du hattest jetzt... Die, was ich jetzt weiß, 5.000 bis 6.000 ist insgesamt, einfach, insgesamt sind möglich. So, ich habe jetzt ca. 3.000. So, deswegen hat das Team auch gesagt, okay, da ist noch was möglich, um das Ergebnis zu verbessern. Wenn ich jetzt natürlich 5.000, 6.000 Grafts hatte, dann wäre eigentlich nichts mehr. Aber ich habe noch die Möglichkeit, ich habe noch gewisse Reserven und deswegen hat das Team hinterher gesagt, okay, wir versuchen das Ergebnis optimal zu gestalten. Ja, und diese Möglichkeit wollen wir natürlich nicht ungenutzt lassen. Also mega geil, dass Elite Hair das möglich macht und gesagt hat, hey, wir wollen Alex helfen und wollen ihm einfach ein besseres Ergebnis ermöglichen, dass du nachher auch ein besseres Lebensgefühl hast. Ja, aber wenn du mich fragst,
Ja, wenn du mich fragst, ich stelle mir so vor, ey, wie kannst du das jetzt noch machen? Weil du hast zwei Transplantationen hinter dir. Die sind beide sehr, sehr bescheiden gelaufen. Du bist Familienpapa, hast zwei Kinder, hast schon ein Haus, ja? Warum das Ganze noch? Ja, wenn man morgens in den Spiegel schaut und sich die Haare macht, möchte man auch, egal ob man 39, 30, egal was man hat, man möchte einfach ein gewisses Selbstvertrauen. Das heißt, wenn ich die Haare mache, dass ich wirklich mal auch vernünftige Frisur machen kann und nicht irgendwie, boah, da passt er nicht, das passt da nicht. Einfach für dieses Selbstwertgefühl, was man einfach jedes Mal, wenn man in den Spiegel schaut, entwickelt, und das möchte man haben. Und dafür versuche ich nochmal. Aber ich habe da natürlich auch gutes Gefühl. Ich würde das nicht nochmal machen, mit irgendjemandem machen. Das würde ich auf gar keinen Fall. Ich habe das auch Familie dann erklärt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Daniel und das Team nicht kennen würde, würde für mich die nächste HT gar nicht in Frage kommen. Okay. Verständlich, absolut. Ja, deshalb kann ich auch nur sagen, also ich finde es sehr, sehr stark von dir. Also da muss man echt schon Eier in der Hose haben, dass man sagt, okay, nach zwei misslungenen Transplantationen magst du nochmal den Schritt und machst nochmal eine dritte. Also Respekt. Ich bin gespannt, wie das werden wird. Ich auch. Also ich weiß zu 100%, ja, das Team von Elitair wird alles geben, um das bestmöglich zu kaschieren, dein Ergebnis bestmöglich aussehen zu lassen, schlussendlich. Aber man muss trotzdem an dieser Stelle sagen, es ist natürlich schwierig, nachdem du schon zwei Transplantationen hattest. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns dann wieder in der Türkei. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Elite Hair Transplant, die das Ganze möglich machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich schon, mit dir in die Türkei zu fliegen. Ja, danke.